So, hier ist nämlich noch ein Berg, wo wir wunderbar drüber kommen mit zwei Motoren. Und noch ein Berg oder eine Kurve. Und was ist hier? Oh, weia, da liegt ein Baum im Weg. Da kommt keiner durch. Ah, da liegt ein Baum mitten im Weg. An dem komme ich nicht vorbei. Mensch, der Motor ist ja viel zu schwach. So geht das nicht. Können wir nicht mal einen Baumstamm da wegschieben? Da muss er jetzt auch noch ein paar Jahre warten, bis wir einen besseren Motor haben. Naja, Pech gehabt, würde ich sagen. So, da haben wir eine Tankstelle. Und hier, da oben scheint eine Straßensperre zu sein. Und hier geht's zu Ludde, was auch... Ey. Was auch immer das ist, das weiß ich jetzt gerade ernsthaft nicht. Was war denn Ludde? Mal gucken. Ach, ja. Zu schwacher Motor. Der schafft den Hügel nicht. Wir müssen einen anderen Weg nehmen. Okay. Dann müssen wir einen anderen Weg nehmen. Ja, ist ja gut. So. Dann fahren wir mal hier lang. So. Können wir auch in das Bild rein. Ach nee, ein Bild drunter. Wie auch immer. Da ist aber eine Tankstelle, ist auch sehr gut. Zu schwacher Motor. Der schafft den Hügel nicht. Wir müssen einen anderen Weg nehmen. Mist. So, ich glaube aber, das Benzin ist jetzt eh leer. Dann können wir auch direkt wieder nach Hause schieben. Achtung. Das Benzin ist alle. Jetzt müssen wir nach Hause und tanken. Tja, nun müssen wir aber mal in Gang kommen mit dem Autobau. Ja, ist ja nicht so, als ob ich hier schon die ganze Zeit was am Tun wäre, ne? Guter Mann. Was können wir denn ändern? Vielleicht kann man damit hupen. Das können wir mal ausprobieren. Dann haben wir hier eine andere Schnauze, Front, was auch immer. Das können wir auch noch hier reinbauen. Das ist irgendwie ein Armaturenbrett oder so. Dann haben wir... Hier, das können wir mal drauf bauen. Das ist bestimmt auch sehr lustig. So. Erstmal das Armaturenbrett dran. So. Dann hier dieses komische Gartenhäuschen da dran. Und dann hier die Hupe drauf. Das ist, sieht so Start gut klar. aus. Anschieben und los. Damit gewinnen wir jetzt bestimmt den ersten Preis bei diesem Schönheitswettbewerb. Eine Sekunde. Das probieren wir direkt mal aus. So. Zu Kalle, versuchen wir danach mal, ob das geht. Hier ist eine Autoausstellung. Ja. Geh rein und stell dein Auto aus. Vielleicht gewinnst du ja eine Medaille. Kommt rein und stellt eure Autos aus. Stellt alle fantastischen Autos und Bauwerke aus. Kein Auto ist zu groß oder zu klein, zu schwach oder zu stark. Kommt und stellt aus. Hier ist Platz für alles und alle. Und? Nicht schlecht. 4 Punkte. Fast gewonnen. Was? Fast gewonnen? Das ist ja gut. Sehr schön. Ich dachte, es geht bis 10, aber wenn bei 4 schon fast gewonnen ist, dann ist ja auch voll gut. So, mal gucken. Hup mal, dann gehen Sie vielleicht beiseite. Ne, funktioniert nicht. Was können wir denn jetzt machen? Wir könnten... Ja, wir waren ja jetzt schon überall, ne? Wie zumindest überall, wo wir hin können. Oh, jetzt kommt Fiete Ferrum mit neuen Teilen für Willis Autobau. Du, Willi, hör mal. Guck mal einer an, Fiete Ferrum höchstpersönlich. Hast du meine Sachen mitgebracht? Und ob. Ich leg's hier auf dem Hof. Dann kannst du dir später was raussuchen. Aber jetzt muss ich weiter. Tschüss. Genau, so ist das nämlich. Wir können jetzt hier mal so rausgehen. Na prima. Fiete ist hier gewesen und hat neue Sachen gebracht. Der hat uns neue Sachen gebracht, genau. Und zwar hier so komische Dinger. So. Wollen wir anfangen? Alles, was du brauchst, liegt draußen. Na, das Teil passt jetzt nirgends. So, und zwar haben wir jetzt hier
Oh, das hat Stil. Wir haben jetzt unser komisches Gartenhäuschen da wegtun und wir können jetzt zum Beispiel sowas hier reinsetzen. Und wir können hier ein Raketending vorne dran machen. Ist auch total super und hilfreich. So, den Kram schmeißen wir mal hier raus. Tja, so. Damit kannst du im Augenblick nichts machen. Ich weiß zwar jetzt auch nicht, was uns das Start jetzt... klar, anschieben und los. Was uns das jetzt bringt, aber wir können jetzt wunderbare Dinge tun, die wir gerade nicht konnten oder so. Oder auch nicht. So. Fahren wir mal... Ach nee, da sind wir ja letztes Mal hergekommen. Fahre ich mal da weiter runter. Ich habe gerade schon wieder vergessen, was da unten nochmal war. So. Ach genau, da waren diese Kackkühe. Hallo, geht mal weg. So. Und das komische Rohr war ja gar keine Hupe. Das ist mir gerade auch wieder eingefallen. Was machen wir denn dann jetzt? Erstmal tanken. So. Und dann können wir nochmal hier lang fahren. Und da, nee, da runter geht ja auch nicht. Zur Ausstellung können wir uns, glaube ich, schenken. Können wir uns schenkeln. Hier oben, was war da nochmal? Ach ja, genau, da geht's. Ach ja, ja, nee. Fahren wir weiter hier lang, was war da? Ich vergesse immer so schnell, also ich verliere immer so schnell den Überblick bei so Sequenzen-Dingern. Da geht's zur Wallinsel, aber das können wir, glaube ich, auch vergessen. Fahren wir nochmal da hoch, vielleicht. Jo, fallen wir einfach nochmal ins Wasser. Schwere Autos können ein paar Tonnen wiegen. Tja, da ist die Brücke zusammengebrochen. Ja, das ist natürlich blöd für die Brücke. Kann ich nichts für. Kann ich auch nichts für. Ist ja blöd. Ne? Gut, ja, was machen wir denn jetzt? Ich fahre jetzt einfach nochmal wieder zurück nach Hause. Mal gucken, ob wir vielleicht noch neue Teile bekommen oder so. Zack. Und ab da rein. Dann können wir ja mit Bauen anfangen. Autoteile findest du auf dem Schrotthaufen. Geh durch die kleine Tür mit dem Fenster. Cool, den kann man mit anklicken. Oh, das hat Stil. Sieht gut aus. Einschlafen lassen und aufwecken. Das ist voll das tierfeindliche Spiel. Da kann man die Hunde immer einschläfern lassen hier. Asozial ist das. Krims und Krams, Krempel und Kruscht, alles kann man wiederverwenden. Ja, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wofür. Mistekiste. Das ist auch keine Hupe, glaube ich. Das ist einfach nur ein Licht, ein Lämpchen. Ach, warte mal, wir haben doch... Haha. Weiß ja jetzt nicht, was das bringen soll. Aber wir haben einerseits die hier, andererseits haben wir das Ding auch gar nicht. In Verwendung. Und die Dinger hier wollte ich auch mal ausprobieren. Hübsch geworden. Schnittig. Na, das Teil passt jetzt nicht. Sind das Reifen oder was? Ach, guck mal. Kann man die Lampenschirme als Reifen nutzen? Was ist das denn? Wo sind wir denn hier gelandet? Kann man das Ding hier auch dran machen? Nee, kann man nicht. Okay. Aber man kann die Lampen hier vorne dran machen. Das sieht dann aus wie so ein Maulwurf mit Brille oder so. Jetzt rollen wir es raus. Genau, das machen wir. Und da ist auch, guck mal, da haben wir Post gekriegt. Guck mal, wir haben einen Brief gekriegt. Mach ihn schnell auf. Ja, ich mach ihn schnell auf. Lieber Willi. Ein kleiner Ausflug zur Wallinsel wäre doch schön. Ich habe Pflaumenkuchen gebacken und ich habe solche Sehnsucht, dir auf dem Akkordeon vorzuspielen. Auf dem Weg zur Wallinsel fährst du an der Autoausstellung vorbei und dann über die Brücke zur Insel. Viele liebe Grüße, Viola. Okay. Aber das ist das, was nicht funktioniert hat. Warte mal, nein, jetzt komm. Ich mal gerade was ausprobieren. Ha, fällt gerade was ein. Tut mir den ganzen, hübsch geworden. Ja. Schnittige Karre. Tut mir den ganzen Kram hier. Alles auf einen Haufen. Getriebe, wer braucht, obwohl ein Getriebe braucht man, glaube ich, wirklich. Na ja, ganz anständiges Stück Arbeit. Ja, ja. Ganz arbeitiges Stück Anstand.
So, wir brauchen jetzt... Ich brauche jetzt... Krims. Nämlich nur Folgendes. Diese Reifen hier. Und... Das wär's dann auch. Die machen wir vorne dran. Hinten. Nee, die machen wir hinten dran. So, vorne machen wir die komischen. Oder? Sieht das andersrum besser aus? Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Siehst du, sag ich doch. Machen wir so rum. Das können wir nirgendwo dran machen. Können wir damit so losfahren? Warte mal, ich mach mal den Motor nach vorne, sonst ist das ein bisschen... Unreal. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das Auto hat ja gar keine Sitze. Ach so, okay. Dann tue ich mal die Sitzbank da drauf. Jetzt rollen wir es raus. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht... Boah, dieser Motor hört sich so wunderschön an. Wie so eine olle Kettensäge. Nee, ich wundere mich, ob wir vielleicht mit diesem unglaublich viel schnelleren, leichteren Motor natürlich auch... vielleicht auf diese Insel fahren können, weil jetzt haben wir alles quasi abgebaut und jetzt müsste unser Auto ja keine Tonne mehr wiegen. Das wäre ein bisschen abwegig, wenn das jetzt mehrere Tonnen wiegen würde. Mal gucken, ob es klappt. Ja. Fahren wir mal weiter. So, der Motor ist aber sehr sparsam, das ist sehr gut. Oh. Schwere Autos können ein paar Tonnen wiegen. Tja, da ist die Brücke zusammengebrochen. Ja, Mist. Dann benutze ich mal gerade hier einen ganz kleinen Trick. Wenn du hier anklickst, kommst du zu Willis Hof. Genau. Und wer kommt denn da? Oh, jetzt kommt Fiete Ferrum mit neuen Teilen für Willis Autobau. Du, Willi, hör mal. Guck mal einer an, Fiete Ferrum höchst. Ja, ja. So, das kennen wir ja schon. Das wollte ich mir jetzt nicht nochmal antun, den komischen Akzent da, Dialekt, was auch immer. Hamburg, so. Na prima. Fiete ist hier gewesen und hat neue Sachen gebracht. Genau, und zwei davon sind genau Sachen, die wir brauchen. Und was haben wir hier? Guck mal, wir haben einen Brief gekriegt. Mach ihn schnell auf. Ja. An Willi. Ich lade dich zum größten Saftfest der Welt ein. Das Fest findet auf meinem Hof Ponerossa statt. Du fährst in Richtung Autoausstellung, aber vorher musst du da abbiegen, wo es bergab geht. Noch ein Stück geradeaus fahren, dann ist es die erste Abzweigung. Kalle Kümmelnich. Ach so, ein Saftfest, na dann. Und das findet in Ponerossa statt, das ist natürlich super. Mir ist gerade aufgefallen, guck mal, was hier ist, noch bei ist. Wo habe ich das denn jetzt hier? Hier müsste doch jetzt irgendwo... Ach ja, genau, hier. So. Ein entzückendes Gebilde. Und das Teil passt jetzt. Ja, wir haben aber hier jetzt auch eine Hupe. Und das... Na ja, ganz anständiges Stück Arbeit. Genau. Jetzt rollen wir es raus. Da wollte ich jetzt mal ausprobieren, ob das jetzt vielleicht mit der leichteren Sitzbank, also mit dem Hocker jetzt funktioniert. Dass wir jetzt auf die Insel kommen, weil wir haben jetzt... wirklich sehr leichte Reifen und sehr leichten sonstigen Kram. Das müsste aber jetzt eigentlich funktionieren, ohne Probleme. So. Die Steuerung ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber da kann man nichts machen. So. Ist auch sehr langsam wieder hier mit dem komischen Mofa-Motor. So. Hallo. Am Rumstottern hier. Hör auf zu stoppern, du Arschloch. Zitat: Traumschiff Surprise. So, Achtung. Ja! Das Auto ist sehr leicht, ja. Das halten sogar morsche Brücken aus. Dafür hast du dir die Wiegnix-Medaille verdient. Die Wiegnix-Medaille, super. Hier ist die Wallinsel. Da wohnt Viola Wallmark. Die ist eine Meisterin im Akkordeonspielen. In Violas Gärtnerei gibt es Erdbeeren, schwarze Johannisbeeren, Salat und noch viel mehr. Ich pflanze alles an, was gut schmeckt und gesund ist, pflegt sie immer zu sagen. Wenn Willi sie besuchen kommt, sitzt Viola zwischen ihren Blumen und spielt Akkordeon. Manchmal schenkt sie Willi irgendeinen Plunder, der gerade rumliegt. Diesmal hat Willi einen Kanister gekriegt, in dem Viola Wasser für ihre Pflanzen hatte. Ja, cool. Sehr cool. Und ich weiß auch ziemlich genau, wofür dieser Kanister jetzt ist, wofür wir den gebrauchen können. Aber das erfahren wir
erst nachher, nachher, wenn ich jetzt dann coolerweise einen Folgen-Cut mache oder was auch immer. Weil ich mir das ja jetzt so cool einteile immer, ne, dass ich das immer so mache, dass ich dann auf die Zeit achte und dann alle 15 Minuten und so. Das ist voll praktisch, das geht auch bei Gothic total gut. Naja, auf jeden Fall bis zur nächsten Folge, falls ihr guckt.